Medizinische Physik wieder mal, und zwar der mechanische Impuls. Naja, bevor ich jetzt hier auf Formeln und so weiter eingehe, mal etwas aus der alltäglichen Anschauung, damit wir uns das besser betrachten können. Aus der Berechnung P wie Puls ist Masse mal Geschwindigkeit, könnte man folgendes Beispiel damit erklären. Ein Karatekämpfer haut mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, aber mit einer relativ kleinen Masse doch tatsächlich Ziegelsteine oder was auch immer durch. Oder es gibt solche Wettbewerbe wie The Strongest Man und so weiter und so fort. Da ziehen doch tatsächlich über lange, lange Zeit und furchtbar anstrengend ganz starke Männer, einzelne Männer, einen ganzen LKW mit Hänger an und machen das über eine gewisse Zeit. Und die Zeit ist sehr lang und dann bringen sie den LKW tatsächlich auf einen gewissen Schwung. Wenn die sich dann sofort da vorstellen würden, könnten die den nicht bremsen und würden überrollt werden und würden die Wucht des LKWs spüren. Naja gut, hängt also beides zusammen, man kann es auf beide Arten errechnen, also Kraft mal Zeit, hier relativ kleine Kraft gegenüber solcher Riesenmasse und das über eine lange Zeit ergibt auch einen gewissen Impuls, also eine bestimmte Wucht, die der LKW dann hat oder Schwung, kann man auch sagen. Umgekehrt habe ich mir mal sagen lassen, dass ein Schwan es schaffen soll, mit einem Flügelschlag einen menschlichen Arm zu zerbrechen, wenn man sich da mit dem Schwan anlegt. Soll ziemlich gefährlich sein, weiß ich nicht, ob das stimmt, hat mir meine Oma immer erzählt, wie auch immer. Umgekehrt, ich habe mal ein Pferd umfallen sehen, das war Glatteis und es ist einfach umgefallen. Ich möchte nicht mal drunter liegen, wenn das Pferd nur auf mir liegt, ne? Mit 700 Kilogramm, das wäre schon eine gewaltige Geschichte. Und wenn es. Na egal. Gehen wir mal auf die Mikrogeschichte ein. Und zwar durchaus biologisch interessant. Weshalb bewirken sogar Gase einen gewissen Druck auf die Gefäßwände? Ich habe hier mal ein einfaches Gefäß dargestellt. Da ist Gas drin, bestehend aus lauter Gasmolekülen. Und aus der Brownschen Molekularbewegung wissen wir alle, dass die Gasmoleküle, wenn ich das jetzt mal, das soll mal eine Lupe sein, ein bisschen mehr vergrößere, dass die, das sieht man sogar unter dem Mikroskop, dass die Gasmoleküle sich chaotisch hin und her bewegen, in alle Richtungen, alle möglichen, hierher, also in diese Richtung, aber auch gegen die Gefäßwand zum Beispiel. So, das noch ein bisschen mehr vergrößert, kann man auch sagen, auch wenn das Gasmolekül eine relativ kleine Masse hat, ne? M wie Masse eines Moleküls, aber doch eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und ich habe ja nicht nur eins, sondern zur gleichen Zeit trifft das auf. Das ist eine mikroskopisch kleine Darstellung schon. Trifft das hier noch viel mehr dieser Wand, dann erzeugt das einen Impuls. Und was resultiert aus dem Impuls? Masse und Geschwindigkeit. Wir gehen jetzt mal hierauf ein. Es muss sich um Druck handeln. Gucken wir uns nochmal folgende Formel an. Woher kommen die Einheiten? PSM mal V, hat man ja gesagt. Kilogramm M. Und V ist in Meter pro Sekunde gemessen. Denkt immer an die Links, klickt hier ruhig drauf, das Video bleibt stehen, da könnt ihr dann nochmal zu diesen Themen einzeln drauf eingehen oder zurückgehen oder was auch immer. Die füge ich hier mal oben an und ihr könnt hier nichts verpassen, also das läuft nicht weiter. Wenn ihr dann zu dem Video zurückkehrt, geht es hier weiter. So, wenn ich jetzt aus dieser Formel und allbekannten Geschichten, also zum Beispiel das F ist M mal A, also Kraft ist Masse mal Beschleunigung, diese Formel mal umstelle, ne, durch A, dann steht F durch A ist M. Oder ich gehe aus der bekannten Formel A ist V durch T, ne, die Beschleunigung ist Geschwindigkeit durch Zeit, darauf ein und verquicke das alles mal, dann kann ich zum Schluss sagen, naja, M ist F durch A hier und A ist V durch T und ich setze das so ein, dann ergibt sich M ist F mal T durch V. Ne? Wie diese Formel ist diese Formel dann entstanden. Und ich setze statt PSM mal V, statt des V, das alte V behalte ich, statt des M, Entschuldigung, dieses F mal T durch V, das hier, ein. Dann kann ich die Vs, die beiden Geschwindigkeiten kürzen und es bleibt bloß noch übrig, P ist F mal T. Das heißt also, ich habe statt Kilogramm und Meter pro Sekunde, F in Newton, S in Sekunden. So kann ich es auch angeben. So, und jetzt müsste eigentlich auch klar werden, wenn Kräfte auf eine Fläche wirken, noch mal zum Thema Druck dann hier oben gucken, wenn Kräfte auf eine Fläche wirken, ja, dann kann es ja bloß wohl sein,
Ich kann solche Formeln auch umstellen, ne? Also das hier umgestellt ergebe, also um f alleine stehen zu haben, müsste ich durch t teilen, dann ergibt sich klein p durch t ist gleich f. Also habe ich eine Kraft durchaus, die in diesem Moment auf die Gefäßwand wirkt. Und das, wie gesagt, ganz, 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 ganz viel und oft mal, denn ich habe ja viele, viele Moleküle. So, ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen zum Durchblick zu dem Thema verholfen und füge jetzt hier noch ein paar Links an, die müssten jetzt gleich erscheinen und freue mich, wenn es euch gefreut hat. Na denn, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.